Ja, ein fröhliches Moin Moin. Heute mal wieder aus dem Venturi Clubraum. Lange nichts von uns gehört. Das wird sich heute ändern. Wir spielen schon seit dem Himmelfahrt oder Vatertag die siebte Edition. So heute auch. Wir spielen heute mal Chaos gegen Tyrannien auf der Platte hier. Gelände ist noch nicht bemalt. Das war eine Spende, sehr großzügig, sehr cool. Wird heute gleich eingeweiht. Ansonsten heute Tabletop-Tag. Hier wird noch Warhammer History gespielt. Ich glaube, die Deutschen kämpfen gegen die Franzosen. Und da hinten wird noch Infinity gespielt. Ja, heute, wie gesagt, Tyrannien Chaos hier beim 40k-Spiel. Armeevorstellungen lassen wir mal so ein bisschen sein, weil das haben wir irgendwie verpennt. Und wir sind jetzt gerade in der Aufbauphase Tyrannien. Unsere Klotür quietscht immer noch. Und ja, wir schauen mal, was das wird. Wir spielen der Wille des Imperators mit 1500 Punkten. Ein Missionsziel befindet sich direkt dort auf der Straße und eins befindet sich hier im Palast. Die Chaoten versuchen gerade ihren abtrünnigen Gouverneur zu befreien und über die Straße dann zur Flucht zu verhelfen. Okay, das war meine Lieblingsphase. Das ist es. Werden die Tyrannien noch aufbauen? Das wird noch ein kleiner Augenblick dauern. Schießen kann ich nicht. Gucken wir uns mal hier History an. Ich habe nichts in Reichweite. Nahkampfphase dementsprechend auch nicht. Das heißt also, deine Runde. So. Jetzt stören sie nach vorne. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Sehr gut. Ja, wir haben ein Begegnungsgefecht. Im Jahre 1914 irgendwo entlang der deutsch-französischen Grenze. Drei Missionsziele gilt es zu nehmen. Einmal die strategisch wichtige Höhe hier im Wald, dann der Wald dort vorne und der Hügel, der hinten von der französischen Artillerie gehalten wird. Beide Seiten ringen um die Vorherrschaft. Ich muss mal gucken, und im Moment, na, die französische Armee rückt vor. Kennt man gar nicht von den Franzosen. Im Schutz des Hügels, ne, begleitet von der Regimentsfahne das fast gesamte Bataillon mit Dreimarsch. Eine kleine Reserve bleibt hinten bei der Artillerie und beim Maschinengewehr zurück, um das bisher genommene Missionsziel zu verteidigen. So sind sie, die Franzosen. Unglaublich. Verstecken sich Feigen. Wäre das ein bisschen später, kann man immer noch die Frage stellen, warum haben französische Panzer Rückspiegel? Dann können auch mal von hinten kommen. Nee, damit man die Front auch mal sieht. Naja, gut. Ja, wir sehen uns, glaube ich, gleich mal wieder, wenn die Tyrannien aufgebaut haben. Und dann auch nach der Deployment-Phase vom Chaos. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen mehr. Ja, wie ihr seht, haben wir gerade Chaos aufgestellt. Wer uns sagen kann, aus welchem Film diese Szene hier stammt, kann das gerne... Kann das gerne in den Comments posten. Gut. Ansonsten. Uns fehlt noch ein weißes Modell. Stimmt. Die weiße Frau. Wo sind diese Horitas, wenn man sie mal braucht? Chaos hat aufgestellt. Der Cyborg hängt normalerweise nicht da. Aber. Ja, wir haben sonst aufgebaut. Hier oben stehen Havocs. Ach, da ist sie. Sehr schön. Es geht wirklich nur um den Krieg und hinten hast du noch mal so ein bisschen Gallipoli. Und das, was ja auch in der Zeit. Ja, immer diese gestellten Bilder. Ja, irgendwie kommen wir heute. Irgendwann spielen wir auch noch. Ja. Ja, hier oben haben wir die Havocs hingestellt mit den Raketenwerfern. Hier vorne im Rhino sitzt ein 10er-Trupp Chaos Space Marines mit Heavy Boulder. Dahinter Dämonenprinz des Korn mit 5 Raptoren. 10er-Trupp Marines mit Autocannon, Geißel, und da, wo jetzt das Schild ist, dahinter stand eben noch der Cyborg, also da wird er auch gleich wieder stehen. Missionsziele haben wir einmal dort, das haben wir, glaube ich, eben schon gezeigt.
Und ansonsten sind halt einfach ewig viele Tyranniden. Ne? Soll ich die einmal kurz erklären? Ja, wenn du möchtest. Also ich habe hier einmal eine Rotte mit drei Tyrannidenkriegern mit Sensenklauen und Zahnkrallen. Ich habe hier drüben eine Rotte mit 27 Haumagaten. Hier eine Rotte mit 30 Haumagaten. Hier eine Rotte mit 30 Thermagaten mit Stachelfäusten. Hier eine Rotte mit 30 Thermagaten mit Stachelfäusten. Übrigens für die, die mitgezählt haben, 120. Weniger 3. Und dann habe ich hier eine Trügon, zwei Zimmertrophen, wer weiß, ob das mal gut ist. Hier ist ein Schwarmtyrant, die läuft auf vielen Spielereien unter anderem Regeneration. Hinter ihm ein Toxotroph, um den ganzen Deckung zu geben. Und hier noch ein Zoantroph, um nochmal die Synapse auszuweiten, noch ein bisschen mehr Psi zu machen. Die Tyranniden gehen hier im Haus weiter. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, dass ich ihn auffresse. Das war der Plan. Das wird auch ziemlich gut gelingen, würde ich. Gut, alles klar. Wir sehen uns. Wir können ja mal kurz würfeln, wer dann die erste Runde hat. Ist das nicht automatisch der? Nee, also wir haben gerade nachgelesen, wenn er ein Berater ist. Der wird zuerst haut, der baut. Andersrum, wer zuerst baut, der haut. Und Tyranniden werden hauen, die Chaos-Leute werden nicht die Initiative klauen. Jo, und dann jetzt erster Spielzug, Tyranniden. Kriegsherrenfähigkeiten haben wir noch nicht gemacht. Also doch, haben wir schon. Die Tyranniden haben dem großen Gebäude einen Deckungswurf geklaut. Genau, -1 auf meinen Decker in dem Gebäude. Und ich würfel auf den begabten Kämpfer mit meinem Dämonenprinzen. Eine 3. Meister der Bewegung, Kriegsherr besitzt einen sonderregel Flankenangriff. Ja gut, der steht schon. Hätten wir vorher machen können. Sollen, dürfen. Bringt mir jetzt nicht so viel. Gut, alles klar. Ach ja, ist ja eine gebundene Armee. Also wir werden ohne Dingenskunst. Wäre eine 4. Eine 4 ist legendärer Kämpfer. Deine Armee hält einen Siegpunkt für jedes feindliche Charaktermodell, das ein Kriegsherr in einer Herausforderung tötet. Nice. Das ist nett für Chaoten, weil du sowieso faulest. Ja, cool, alles klar. Allerdings habe ich kein Charaktermodell. Ich habe auch, der Große ist nur ein, ist einfach nur eine monströse Kreatur, die sich nicht anschließen kann. Und ich habe keine Charaktermodelle. Dann fordere ich hiermit mehr Charaktermodelle für Tyranniden. Cool, alles klar. Erste Runde Tyranniden, danach sehen wir uns wieder. Ich habe gerade meinen Spielzug gemacht. Ist nicht viel passiert, ich bin nur in der Bewegungsphase gegangen. In der Psi-Phase habe ich Sachen gemacht, damit ich am Leben bleibe. Feel no pain auf die und auf die. Ich denke, das sind die, auf die du schießt. Und danach habe ich dann noch ein paar Thermagatten hier oben in das Gebäude rein. Die werden dann später auf den Balkon gehen, so habe ich mir gedacht. Ansonsten bin ich dann in der Schussphase gelaufen und das war's. Ich hoffe, ich baue darauf, dass mir die Nacht die Deckung gibt, die ich brauche. Und dann wollen wir mal sehen, wie viele in der ersten Runde töten kann. Wahrscheinlich gar keinen. Wir gucken mal. Ja, Chaos legt jetzt nach. Und danach melden wir uns wieder. Chaos ist durch. Bewegt zwei Botter aus der Deckung raus. Die Geißeln haben sich nicht bewegt. Die sind stationär geblieben. Der Trupp da oben hat das Missionsziel eingenommen. Und hat jetzt Trefferwürfel von 1 wiederholen. Genauso da drüben die Tyranniden haben wir gestern vorhin vergessen. Die haben -2, wenn sie angegriffen werden, auf die Reichweite des Angreifers. Die sind stationär geblieben. Die Raptoren sind da oben auf den Balkon gesprungen, der Dämonenprinz geradeaus voraus und das Rhino hat geboostet. Geschossen haben die Raketenwerfer da unten auf die Thermagannen. Hormagannen? Auf die Hormagannen. Käfer. Clownkäfer. Der Trupp hat ebenfalls da unten reingeschossen. Die Geißeln haben geschossen auf die Krieger. Genau. Haben dort 2 rausgenommen und eine Verwundung verursacht. Dann der Cyborg hat auch da reingeschossen in die Krieger, hat auch getroffen, aber nicht verwundet. Ärgerlich. Und das war es eigentlich in der Schussphase auch schon. Jetzt beginnt gleich das große Fressen. Und dann mal gucken, ob wir uns nach der Runde noch wiedersehen, ob ich dann weg bin. Gut, alles klar. Tyranniden 2. Wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten, während sich die Tyranniden hier gerade bewegen. Schwenken wir nochmal rüber zu dem Warhammer Fan History. Wie schaut es denn hier aus? Die Franzosen werden ordentlich vermöbelt, oder? Im Moment eher die Deutschen. Oh,
durch massiven Feigengeschuss. So, warte, wir testen die hier. So sind sie, die Franzosen. Wie können die auch schießen? Die laufen. Französischer Beschuss. Nein, das war gemein. Ich mag Franzosen. Unter 5, die sammeln sich auch nicht mehr. Ja, und ansonsten da vorne wird umgestiegen von Infinity auf, ich glaube, Freebooters Fate spielt ihr gerade, ne? Die Piraten sind unter uns. Ihr solltet euch mal mit den Tyranniden prügeln. Frage, wer wen frisst? Irgendwo so einen Moraltest machen. So, okay. Und schafft's. Fünfte Runde, ne? Ja. Jetzt kriegst du auf die Fresse. Jetzt kommst du nämlich an. Wer kommt denn wohin? Die gute Dame zum Piraten. Oh. Oh, dann greift sie natürlich auch gleich an. Mhm. Ja, so sieht es hier aus bei uns im Clubraum. Samstagnachmittag. Oh, nee, kann ich war Samstagabend schon um 18 Uhr. Der Beschuss eben war gut von dem Chaoten, allerdings nicht gut genug, fürchte ich. 6 Hammergarten und ja, 2 Tyrannenkrieger und einen Angriffsplatz. Ja. Das war nicht ausreichend. Aber Glück, die werden sich wahrscheinlich diese Runde noch nicht schaffen können, was wirklich saftig ist. Ja, wir schauen mal. Gut. Alles klar, dann erstmal. Einmal zur Erklärung. Mein Spielzug besteht ja eher aus zwei Bewegungsphasen als Schussphasen. Ich habe mich bewegt, ein bisschen gezaubert, aber kam nicht viel raus, außer einen Halbpunkt bei dem Minu, der ist weg. Und ich habe den Mundwitz tatsächlich schon im einzelnen Burgkäfer an Lebenspunkt geraubt. Das war's. Dann habe ich mich in der Schussphase nochmal bewegt. Es kommt auch an, wo man sich hinstellt. Mein einziger Angriff diese Runde war mit den Hormaganten auf den Dämonenprinzen hier. Alle Hoffnung, um Schaden zu machen. Haben sie nicht geschafft, viele verloren, aber zum Glück sind Tyranniden in der Nähe der Synapse, also nicht so ein Problem. Leider habe ich keinen Schutzmechanismus für meinen Armee durchgekriegt, das heißt nicht viel Deckung und keine viel No-Pain-Würfel. Das könnte wehtun nicht so. Schauen wir mal. Gut. Ende Chaos Runde 2. Kultisten sind gekommen. Großartig. Leben auch noch alle. Hurra! Der Cyborg ist mit den Hormaganten in Nahkampf gegangen. Hat dort ein paar rausgenommen. Kriegt gleich schrecklich auf die Mütze von den Kriegern. Die Geißeln haben geschossen. Die erste auf den eben noch dort stehenden Toxotrophen. Toxotroph ist geschmolzen. Krieger hat einen Punkt verloren. Schwarmtyrant hat einen Punkt verloren und zwei Hormaganten, glaube ich, waren, sind gestorben. Gut, ist egal. Es sterben immer zwei Hormaganten, egal was passiert. Ja, das ist wie. Das ist jede Runde so. Ja. Bei jedem Schuss eigentlich. Das sind die Quotentoten. Ja. Die haben nicht mal ein Namensschild, die legen sich einfach hin. Ja. die zweite Geißel hat geschossen, weiß ich gar nicht mehr worauf, ich glaube auf die Krieger. Ist aber abgewichen in den Mob und hat da auch noch ein paar rausgenommen. Und ansonsten nicht getroffen. Die haben geschossen auf die Thermaganten da oben. Haben dort auch ein paar rausgenommen. Alles gut. Die haben geschossen auf die Krieger. Haben da aber, glaube ich, nichts gemacht. Herzinfarkt. Nichts passiert. Alles gut. Dann haben die Raptoren sich bewegt, haben Angriff angesagt auf den immer noch dort unten stattfindenden Nahkampf. Haben 7 Zoll gewürfelt, 8 hätten sie gebraucht, um reinzukommen. Also wurde dort nichts. Und das Rhino ist ein Stück nach vorne gefahren, hat dann geschossen mit einem Heavy Bolter auf die Zyanthropen. Haben aber nicht getroffen und Plasmapistole habe ich angesagt, aber war außer Reichweite, hätte ich vielleicht vorher messen sollen. Und Kombi Bolter hat ebenfalls nicht getroffen. Das war es eigentlich, so im Großen und Ganzen. Ich bin ganz zufrieden, auch wenn es gleich wahrscheinlich anders ausgehen wird oder anders aussehen wird. Aber die Toxotrophe ist weg. Und du hast deinen ersten Dienst. Ich habe das First Blood gekriegt dadurch. Und die Tyranniden haben halt jetzt einen richtig schlechten Rüstungswurf, Deckungswurf, Schutzwurf, wie auch immer. Und ab jetzt wird es Blut für den Blutgott geben. Hoffe ich. Gut. Dann geht's jetzt weiter, Tyranniden-Runde. Tada, 3. Ich habe meinen Zug gemacht. Ich bin ein bisschen vorgerückt, bin da auch in den Nahkampf gegangen, aber insgesamt nicht sehr erfolgreich, denn
Ich habe kaum Psi-Kräfte durchgekriegt, nicht mal mit 5 Würfeln den Warblast auf die Geißeln hier mit den Zoanthropen. Ich bin hier nur ein Zoll gesprintet, hier nur ein Zoll gesprintet. Dann standen die sich natürlich auch im Weg, die neu gespawnte Rotte. Hier habe ich trotz meines Kampfgeschick 8 mit Erzfeind und dem Praxisism, den ich gegen ihn durchbekommen habe, gegen Kampfgeschick 1 nur 3 Mal getroffen und keinen Schadenspunkt gemacht. Immerhin wird er dadurch kein Berserker. Hier hat mein Angriff nicht geglückt mit der Trevigon auf das Rhino, aber ich habe es immerhin blockiert mit Fleisch. Und ich habe einen Ring getötet. Das habe ich tatsächlich geschafft. Mit einer Burgkäfer-Schleuder von denen habe ich den Typen gekillt, der da stand. Das werte ich als moralischen Sieg für mich. Ja, das war meine Runde 3. Gut, dann jetzt wird das Chaos sich rächen. Machen wir mal kurz den Reservewurf, weil ein Kultistentrupp steht noch draußen. Okay. Kommt immer noch nicht. Na gut. Wir können es Ihnen verdenken. Angsthasen. Haben alle die Hose voll. Gut. Nee, wird lustig. Na, Tyranniden haben gerade so ein bisschen Würfelpech. Ein bisschen ist gut. Wir fangen mal an. Die Kultisten haben sich bewegt von hier nach dort, haben dann auf die Krieger geschossen. Welche Krieger? Erzähl ich gleich. Weil die Geißeln haben auch beide auf die Krieger geschossen, sowie der Trupp dort. Und der Trupp dort. Und der Trupp dort, ja. Genau. Den hast du ja. Also alles, was hier vorne steht im Feld, hat auf die Krieger geschossen. Krieger weg. Bleiben wir gleich hier vorne, Cybert. Weiterhin im Nahkampf, hat Kampfgeschick 1 nach der letzten Ziehphase von den Tyranniden gehabt. Ja, steht noch. Im Gegensatz zum Tyranten, der hat, glaube ich... Ich durfte alles würfeln außer der 2. Wir wissen alle, was gekommen ist, da liegt es sogar noch. Ja. Ja, das war doof. Dann ging es weiter hier hinten. Das Rhino hat seine Besatzung ausgeladen und hat einen Panzerstock angesagt. Ja, gut. Ich bin dann einfach mal aus dem Weg gegangen. Genau. Ne? Stay a Gentleman. Sind ja, ja keine Kratzer in das Rhino, Mann. Das ist ganz schlecht. Man kommt immer so schwer, gar nicht gern. Man kommt immer so schwer an neue ran. Ja, rote Farbe ist auch ganz schwer zu bekommen. Ja, 50.000. Ja, das ist ganz, ganz kritisch. Panzerschock angesagt, ausgewichen, ganz normal, klassisch. Die Chaoten haben auf die Tervigone geschossen. Da gab es 2 Lebenspunkte. Genau. Plasma hat einmal versucht, verursacht und ein Bolter. Und hier die Raptoren sind im Nahkampf gesprungen hier unten. Haben den Sergeant, also ihren Champion und den Melder verloren und im Gegenzug, glaube ich, 2 rausgenommen und der Dämonenprinz auch nochmal 3 oder 4. Ich glaube sogar 5, es sind jetzt noch 3 da von ehemals 13 dieser Runde. Das ist gut, was gestorben. Ja. Aber das hat auch durch den Aufprallschaden noch nicht. Ja, stimmt, der Aufprallschaden der genau, von der Sprungattacke. 10 sind diese Runde gestorben von denen. Das kann gut sein. Also das hat sich echt gelohnt. Wir gehen jetzt gleich mit den Tyranniden in die Runde 4. Und ich denke mal, dann wird der Cyber endgültig draufgehen. Und im Anschluss wahrscheinlich auch ein paar Kultisten. Wenn nicht, gehe ich mit ihm in den Nahkampf. Ich ganz persönlich. Ja. Wir schauen mal, da hinten die Chaoten, die da ausgestiegen sind aus dem Rhino, die werden gleich sowas von auf den Arsch kriegen. Aber das ist es mir wert. Die schon mal selber nutzen, die wissen, dass sie gefressen werden. Ja. Können schon mal die Platte, die selbe Rüstung ausziehen und ja, in die Pfanne hüpfen. Absolut. Ja, gut, das war es eigentlich, was jetzt passiert ist. Ja, derzeitiger Spielstand, es hat sich nicht viel verändert. First Blood und die Punkte. Kriegsherren sind noch beide am Leben, Durchbruch gibt es im Moment auch noch nicht. Genau, das heißt, der Einzige, der bisher einen Siegespunkt hat, ist weiter Markus. Ja, genau. Aber gut, das Spiel ist noch, also ist echt offen. Absolut. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja, genau. Mein Zug Nummer 4. Ich habe einen durchwachsenen Spielzug erlebt, indem ich eine Figur vergessen habe. Ich habe übrigens 13. Ich habe vor allem angegriffen und geschossen angegriffen die Kultisten hier. Die habe ich teilweise erschossen, teilweise gefressen und 3 in die Produkt geschlagen. Dann bin ich hier hingerannt mit Thermaganten, habe ein paar von den Marines hier erschossen, vor allem die Maschinenkanone, das war ganz gut. Ich habe weiterhin mit dem Trevigon nochmal 15 weitere gemacht. Wir gehen langsam die Modelle aus, die sind auch hier ins Haus gerannt. Die Trevigon hat zusammen mit den Thermaganten hier und den Chaos Space Marines angegriffen und die meisten getötet. Gleichzeitig haben die Thermaganten noch die Raptoren hier angegriffen, damit der Nahkampf hier weitergeht. Und zum Glück leben da auch sogar noch 2 Hormaganten, um zu verhindern, dass er mit seinem Dämonenprinzen direkt meine Telegon angeht. Oder die Zoanthropen oder sowas.
Ja, und das war insofern auch ein bisschen erfolgreich. Aber ich habe ein bisschen Angst immer noch vor den Geißeln und noch wenn ich am Missionsziel. Nee, achso. Weiter geht's in Runde 5. Und erstmal Chaos 4. Ja, wir beginnen jetzt mit der Runde 5 Tyranniden. Zuvor wollen wir euch natürlich erzählen, was beim Chaos passiert ist. Es war Chaos. Es war absolutes Chaos. Zunächst sind einmal hier die Kultisten reingekommen. Haben sich dann dort positioniert. Haben hier auf die Thermaganten geschossen. Ich mach's mal ein bisschen spannender. Dann haben hier die Bolter geschossen auf den Trupp hier. Dann haben. Das war es eigentlich schon am Beschuss, was langweilig war. Jetzt wird's lustig. Die Raketen haben geschossen auf einen Thermaganten, der dort stand. Alle. Haben dreimal diesen einen Thermaganten verwundet. Und ich glaube, einmal nichts. Sie haben einmal versucht, den Schwarmtyranten zu verwunden, das ist hier nicht geglückt. Genau, die wollten abweichen auf den Schwarmtyranten im Nahkampf, hat nicht geklappt. Das war aber nicht so schlimm. Nee, weil die Geißeln haben geschossen, beide mit ihrem Kampfgeschütz, der und der. Auch auf diesen Thermaganten, der da stand. Ja. Die sind wiederum abgewichen mit ihren Schablonen. Einmal hat sie die Höllenbrut mit erwischt, hat einen Rumpfpunkt verloren. Und zweimal den Schwarmtyranten. Ja. Und zwar richtig erwischt. Und er ist dann draufgegangen. Dadurch habe ich meinen Warlord verloren und Markus hat einen weiteren Siegespunkt erlangt. Das Schlimmste ist aber, der Höllenschlechter ist durchgedreht, ist jetzt also besser. Und dadurch, dass er nur noch eine Attacke hat, weil er lahmgelegt ist, hat er keinen der Hormaganten getötet. Dadurch, dass ich keine Synapse mehr hier habe, hätte ich eigentlich vor dem Höllenschlechter weglaufen können, wenn er einen getötet hätte. Das hat er aber nicht. Hatch. Ja. Ja, deswegen geht es weiter mit Tiere gegen Roboter. Ja, epische Schlachten werden hier geschlagen. Keine Synapse mehr hier vorne. Wir gucken gleich mal beim instinktiven Verhalten, was passiert. Genau. Die wiederum hier vorne haben noch Synapse, die steht nämlich dort. Und dort ist auch Synapse in Form der Brutmutter. Und ja, Runde 5 jetzt für die Tyranniden. Die Runden werden langsam kürzer, langsam. Aber es steht immer noch viel Kruppzeug. Und die Frage ist, ab wann die Missionsziele gewertet werden. Also wann, ob es dann noch Runde 6 geben wird. Genau. Im Moment ist es immer noch nervenaufreibend hier. Gut, wir schauen mal, was nach der Runde... Und hier gibt es noch ein kleines Wettbewerb mit dem Rhino, das sollte man gleich noch erwähnen. Genau, das Rhino ist nach vorne gefahren, in der Hoffnung, den Durchbruch zu holen, weil hier passiert ja nichts mehr mit dem Rhino. Wir sind alle im Nachhinein. Das war es, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Genau, ja. Gut. Und jetzt Runde 5 Tyranniden. Runde nicht so viel zu nehmen gebracht, weil ich habe auch hier die Thermagan haben sich halt ihrem Verhalten entsprechend in die Krater gelegt, haben ein paar von den Kultisten erschossen. Wie man hier sieht, die Hormaganten sind endlich dem blöden Höllenschlechter entflohen. Das Wichtige, was passiert ist, war hier. Diese Thermaganten und diese beiden Thermaganten, das hier ist eine, das hier ist die andere, haben die Marines weitestgehend erschossen und dann den Rest im Nahkampf gefressen und somit sich das Missionsziel hier erobert, was mir sehr gut gefallen hat. Die beiden haben einen der Strukturpunkte von der Geißel weggeschossen, was wahrscheinlich nicht sonderlich die Auswirkung hat, da sie 4 hat. Meine drei verstohlenen Garten hier haben versucht, auf das Ringo zu schießen. Hat leider nicht geklappt, Schaden zu machen. Aber die Idee fand ich ganz nett, mit den drei Bokeh-Verschleudern das Heck zu vernichten. Ansonsten wichtig war noch der Nahkampf hier. Da sind jetzt der Dämonenprinz und das Sevigon miteinander im Nahkampf. Das könnte noch gefährlich für mich werden. Aber ansonsten, ich habe das Missionsziel erobert, ein paar Leute getötet. War okay für mich, denke ich. Raptoren sind kaputt. Ja. Genau. Super. Ja, alles klar. Ich muss hier einmal nochmal mit denen, die nicht gebunden sind, die 3-Zoll-Bewegung ranmachen. Hm. Das. Einfach mit den Haufen weiterschieben. Und dann kommen wir durch. Ja, der Schwarm rückt mir auf die Pelle. Mal gucken, wie lange noch. Chaos Runde 5 jetzt, danach gucken wir mal, ob es überhaupt weitergeht. Und dann sehen wir uns später. So, Chaos 5 ist zu Ende. Wir haben es jetzt schon 10 nach 10.
bewegt, tatsächlich nicht allzu viel. Die Kultisten sind nach vorne gegangen bis an die Treppe ran, haben dann einen Angriff angesagt, da oben, da komme ich gleich zu. Geschossen hat der Cyborg mit dem Multimelder, da hinten auf die Zyanthrophe. Hat synchronisiert, nicht getroffen. Die Geisel hat geschossen mit Maschka und Kampfgeschütz auch da hinten, hat auch nicht getroffen. Doch, hat irgendwas getroffen. Getroffen, verwundet, aber ich habe beide Rettungswürfe gehalten. Genau. Also sowohl gegen Maschka als auch gegen Kampfgeschütz. Dann die Geisel hat mit Maschka und Kampfgeschütz auf die beiden Ziehköpfe da geschossen. Und auch da habe ich gehalten, zum Glück. Genau. Und er hatte längst zwei von den Thermaganten vorne vorgekehrt. Da, die sind einfach so... Wie wir schon mal festgestellt haben, sterben immer zwei Thermaganten. Ja, zwei müssen einfach sterben. Ja. Die Raketen-Johnnies hier oben haben auch geschossen auf die Zyanthrophe da hinten. Grandioser Fehlschlag, 4 ja. Zweien gewürfelt. 4 Zweien, nichts getroffen. Also das war echt... Vor meinem geistigen Auge war er schon tot, aber irgendwer, nehme an, es war Korn, wollte nicht, dass es passiert. Nee, die wollten einfach, Korn sagt Nahkampf, Nahkampf, Nahkampf und nicht Raketen, 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 Raketen. Also im Moment sieht es ganz, ganz düster aus für die Korn-Jungs. Der Lord hat noch, der Dämonenprinz hat noch zugeschlagen, hat 3 Verwundungen durchgebracht auf die Brutmutter. Und damit ist sie fast tot. Ja, hat noch einen Lebenspunkt. Genau. Wird vermutlich, wenn es eine nächste Runde gibt, in der nächsten Runde sterben. Und ansonsten ist nicht mehr viel passiert. Das Rhino ist noch weiter vorgefahren, hat jetzt den Durchbruch. Bringen wir nicht allzu viel. Also wenn es jetzt endet, dann schauen wir mal. Möchtest du würfeln? Ich denke, ja, ich glaube, ich möchte würfeln. Dann los. Wir können einen neutralen holen. Ja. Kai? Oder Patrick? Einmal würfeln, bitte. Ob es noch so geht? Ja, gerne. Am besten schön großen Würfel. Oder schön rosa. Schwarz und weiß. Ja, ist gut. Zwei, Ende. Es ist Ende. Es ist Ende. Es ist Ende. Ende. Das Ende. Ende ist da. Ja. Gute Nachricht, ich wurde nicht aufgefressen. Schlechte, zwei gute Nachrichten. Kultisten leben auch noch. Schlechte Nachricht, ich habe trotzdem verloren. Ja, lass uns einmal offiziell zählen. Du hast Slay the Warlord. Genau, First Blood. First Blood und du hast Durchbruch, sind 3. Ja. Ich habe nichts von alledem. Aber ich habe beide Missionsziele, das sind 6. Genau, 6-3 verloren. Warum hast du keinen Durchbruch? Oh, ich könnte den Durchbruch haben, bestimmt. Mit den Thermaganten da. Ja, gut. Sofern das zählt, solange sie instinktiv handeln. Das ist die Frage. Weil die können mittlerweile eine Synapse haben durch die... Ja, die werden da dran sein, hier im Krater. Da drüber. Gut, aber das wäre dann ein Punkt mehr oder weniger, das wäre so nicht die Welt. Ja, es war auf jeden Fall... Also ich sag mal, bis zur 5. Runde war das echt... Spannend. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass ich gewinnen würde, wenn es jetzt noch ein Spiel zu gäbe, weil dann würde mein Telvigon sterben wahrscheinlich. Und durch das Psychic Backlash würden auf jeden Fall hier eine Menge Garten sterben, die gehen drauf, hier könnten einige drauf gehen. Und wenn er mir dann den noch wegschießt, dann. Wenn ich den verliere, dann hätte ich ja schon meinen Vorsprung verloren. Ja. Dann müsste ich definitiv die Hormaganten noch überbringen in meinem Spielzug, sonst war es das. Also es könnte noch, wäre eine knappe Kiste, wenn es weitergehen würde, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Das war ein richtiger Zeitpunkt für mich, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt die 6. Runde gebraucht. Schade. Wieder mal ein Video gemacht und nicht gewonnen. Ich höre jetzt auf mit Videos. Danke, dass ihr uns abonniert habt. Sucht euch mal einen anderen Kanal. Nein, war ein Spaß. Ja, gut. Schönes Spiel. War ein sehr schönes Spiel. Hat lange gedauert. Ich glaube, es war meine Schuld, wegen der Liste. Nee, alles gut. Also aber ich glaube, ich weiß nicht, wann haben wir angefangen? Um 3:30 oder so? Ja, wir haben auch viel geredet. Genau. Allein die Videos. Ja, wie es halt so ist. Es ist jetzt 9:45, wird Zeit fürs Bett. Ganz genau. Ja, war ein schönes Spiel. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich nicht allzu lange wie jetzt bei diesem. Ja.